ihr Lieben, heute habe ich für euch wieder das Engelorakel der Woche vom Montag, 15. Oktober bis Sonntag, 21. Oktober. Und ich habe für diese Woche auch ein bisschen im Hinblick auf die Informationen, die ich im Neumond-Orakel euch schon gegeben habe, mich entschieden für den Wochenanfang, Montag, Dienstag, das Engeltarot zu befragen, die aufgestiegenen Meister für den Mittwoch, Donnerstag und die Göttinnen für den Freitag und das Wochenende. Es geht ja im Neumond um die Balancierung auch des männlichen und weiblichen Energien, die Einführung neuer Paradigmen, neuer Muster, neuer Rollen, Muster in Beziehungen und so weiter. Und ich dachte mir, dass das ganz passend ist, da einfach mal die Göttin und die aufgestiegenen Meister zu befragen. Und die erste Karte für Montag und Dienstag aus dem Engeltarot ist die Karte Nummer 4, der Herrscher. Und zu sehen ist ein Engel, das ist Erzengel Michael. Das ist auch eine Botschaft von Erzengel Michael. Das erkennt man immer daran, dass er ein Schwert trägt. Ja, und er sitzt auf einer Art Thron. Und ja, er hat die Arme verschränkt. Er wirkt sehr entschlossen und sehr tatkräftig. Also die Muskeln sind sehr gut zu erkennen. Ja, er thront da und herrscht, wenn ihr das hoffentlich auch sehen könnt. Und die Inschrift lautet: Organisation und Logik, Struktur und Disziplin, Führung. Das heißt, für den Montag, Dienstag der kommenden Woche will uns Erzengel Michael auffordern, unsere Pläne, die wir gemacht haben, die mit unseren Träumen angefangen haben, für dieses neue Leben, was wir jetzt führen wollen, jetzt auch auf der Erde zu organisieren und wirklich zu schauen, wie kann das jetzt in Form kommen? Wie kann ich die einzelnen Schritte planen hin zu meinem neuen Ziel? Also wie kann ich jetzt wirklich tätig werden? Also es geht darum, jetzt unsere Träume zu realisieren, ja, uns einen Plan zu machen, was kann ich tun, was muss ich vorbereiten, was muss bis wann fertig sein. Also einen Strukturplan zu machen, einen Zeitplan, diszipliniert an unseren Projekten jetzt zu arbeiten, ja, und nicht abzulassen davon. Auch die Führung und Verantwortung für unsere Projekte zu übernehmen. Nicht zu sagen, naja, ich kann ja nicht, denn dies und jenes fehlt noch, sondern zu sagen, nein, es liegt an mir. Es ist meine Idee, es ist mein Projekt. Ich trage die Verantwortung dafür, dass es sich realisiert und auch nicht nur die Engel, sondern ich tue etwas und dann wird es auch wahr. Dann kommt es auch in die Realisation. Das will uns die Karte sagen. Das ist eine sehr, sehr tatkräftige Karte, auch sehr männliche Energie, die bewirkt, dass wir jetzt wirklich auch mit Hilfe dieses Neumondes, der ja das Neue jetzt gebiert, also dass die neue Erde gebiert und die unsere Projekte jetzt auch hervorbringt, dass wir das jetzt nehmen und dieses, ich sag mal, auch mit diesem Schwert, dieses Eisen jetzt schmieden, ja, dass wir dem jetzt Form geben. Wie soll dieses Schwert, wie soll das neue Projekt aussehen? Ja, gießt es in Form, behaut es. Ja, da ist viel Kraft und Muskelkraft gefordert. Ja, viel irdische Kraft, materielle Kraft, das wirklich jetzt nach vorne sichtbar zu machen. Ja, den Dingen Form zu geben. Das ist das, was diese Karte von uns will. Ja, in den Wochen vorher waren wir aufgefordert, zu sagen, was wir uns wünschen. Und jetzt sind die Energien so reif und auch der Geburtszyklus der Erde ist so reif, dass wir wirklich konkret an den Dingen arbeiten sollen. Ja? Und am Mittwoch, Donnerstag haben wir den aufgestiegenen Meister Apollo, den Gott Apollo. Und er sagt, besinne dich auf deine Stärken. Und auch er trägt, interessanterweise, wie Erzengel Michael, eine Rüstung. Ist auch bewaffnet mit Sicherheit. Also ist auch ein kriegerischer Gott, Apollo. Auch wieder eine sehr starke Sonnenenergie, das ist hier wie Sonnenstrahlen, das ist auch ein Sonnengott Apollo. Das ist eine sehr männliche Energie, erneut, also das setzt sich fort in der Woche. Und ein bisschen finde ich auch, dass er sagt, ja, besinne dich auf deine Stärken. Also wenn wir jetzt nochmal zu den Projekten, die wir uns vielleicht überlegt haben, die Dinge, die wir neu schaffen wollen, ob das vielleicht eine neue Jobsituation ist, vielleicht ein eigenes Projekt oder eine Selbstständigkeit, die wir anpeilen, dann sagt uns Apollo, besinne dich auf deine Stärken. Also schau wirklich nicht, zieh dich auch nicht runter damit, dass du sagst, naja, aber ich bin ja in Buchhaltung nicht so gut oder im Plan nicht so gut. Was sind deine Stärken? Was ist das, was du besonders gut kannst und wo du anderen Leuten dienen kannst? Ja? Der Herrscher ist auch gedacht zu herrschen, um zu dienen. Ne? Und er dient, indem er herrscht. Ja? Und darum geht es. Es geht nicht um andere zu beherrschen, sondern es geht darum, jetzt Führung zu übernehmen, um ein Projekt umzusetzen, das im Dienst des höheren Gutes steht, das zum Wohle aller steht
zum Wohle aller umgesetzt wird. Ja? Und Apollo sagt nochmal ganz klar, also schau auf deine Stärken. Ja? Wenn du auf deine Schwächen schaust, dann befeuerst du diese Schwächen und dann machen die sich bemerkbar und dominieren dein Leben. Ja? Egal, was du kannst, das sind, können weiche Faktoren sein, soziale Fähigkeiten, gut zuhören können, ein guter Teamplayer sein, ja, andere motivieren können. Egal, was das für Fähigkeiten sind, besinne dich auf diese Stärken und bring sie nach vorne. Bring sie in diese Projekte, die ja am Montag, Dienstag schon beginnen, mit ein. Dann wirst du auch selbstbewusster sein und dann werden die auch erfolgreich sein. Ja, weil du wirst immer erfolgreich sein, wenn du deine Stärken einbringen kannst in ein Projekt. Ja. Und zum Wochenende hin haben wir die Göttin Brigitte. Weiche nicht. Steh zu dem, was du für richtig hältst, sagt sie. Und sie ist auch das weibliche Pendant von Erzengel Michael, interessanterweise. Und wenn wir uns jetzt diese Woche angucken, muss ich sagen, das ist eine sehr, sehr powervolle, sehr kraftvolle Woche, wo viel kämpferische Energie drin ist, viel Entschlossenheit. Denn auch Brigitte ist wie Erzengel Michael eine, die klar sagt, weiche jetzt nicht zurück. Ja, jetzt scheu nicht, nach vorne zu gehen. Zögere doch nicht. Ja, geh jetzt nach vorne und steh zu dem, was du eigentlich möchtest, was auch deine Stärken sind, was du dir erträumt hast. Steh jetzt dafür ein, dass es Realität werden kann. Also wir haben jetzt mit dem beginnenden Neumond am Montag eine Woche, wo wir wirklich das Neue jetzt ja, in die Realität bringen und keine Minute zögern dürfen, auch keine Minute davon abweichen dürfen. Und uns denken, naja, vielleicht mache ich es doch nächsten Monat oder ich warte noch oder ich bin noch nicht so weit, sondern klar sagen, wenn du dich auf deine Stärken besinnst, dann schaffst du das. Und du musst jetzt zu dem stehen, was du denkst und für richtig hältst. Und lass dich nicht von anderen, von Skeptikern von deinem Weg abbringen. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Reading gesehen, was so viel Entschlusskraft hatte in einer Woche. Das ist wirklich immens. Und sehr, sehr klar. Und das heißt, das ist die kommende Woche ist die Woche, wo ihr eure Konzepte auf die Bahn bringt und anfangt zumindest entweder zu planen, wie die einzelnen Schritte gehen können, was jetzt wann stattfinden soll oder auch damit gleich loszulegen. Also, ich hoffe, ihr habt tolle Projekte in der Pipeline und geplant für euch. Es sind super Energien in der nächsten Woche, die werden euch mittragen, denn die Engel und die aufgestiegenen Meister und Göttinnen wollen euch ermutigen, diese Energie, die jetzt mit dem Neumond reinkommt, für neue Projekte zu nutzen. Denn die wird euch empowern. Und die Astrologen sagen auch über den Neumond, er ist der beste Neumond im ganzen Jahr, denn er bringt keinerlei negative Einflüsse mit sich. Keinerlei Zweifel, keinerlei kritische Hindernisse oder irgendetwas. Und ich finde, das sieht man hier. Es ist einfach fast forward. Ja, es einfach geht nach vorne und mit der gesamten Kraft, die ihr habt, denn die kann sich jetzt alles in die Manifestation bringen, ja. Also wirklich ein toller Neumond. Nutzt den in dieser Woche und ich wünsche euch viel Erfolg für eure neuen Projekte. Tschüss!